So, Freunde. Hallo, Freunde. Hier ist wieder der Sven von Outside Siegervogtland. Als allererstes euch da draußen ein gesundes neues Jahr. Bleibt anständig. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Ich wünsche uns allen, dass es 2024 ruhig auf der Welt zugeht, wie es 23 ist. Ob mein Wunsch in Erfüllung geht, manchmal glaube ich selber nicht dran. Aber ist egal, Politik hat auf meinem Sender überhaupt nichts zu suchen. Und ja, Freunde, heute stelle ich euch mal ein schönes Outdoor-Handy vor. Quasi mache ich ein Review-Video, und zwar für das Handy Blackview BV 8900 Pro. Das zeige ich euch gleich. Dazu bin ich natürlich schön im Wald unterwegs, weil wo passt das Outdoor-Handy sonst hin wie im Wald? Ich durfte von der Firma Blackview das Telefon testen, und was ich von dem Teil halt, das sage ich euch gleich. So, Freunde, um was dreht sich heute? Welches Outdoor-Handy habe ich? Das ist das hier. Das ist das Blackview BV 8900 Pro. Hat die Firma Blackview mir zur Verfügung gestellt. Durfte ich jetzt einige Wochen kostenlos testen. Jo, ist ein geiles Teil, muss ich sagen. Ist, wie ihr seht, gegenüber meinem Samsung S22 ein ganz schöner Klopper. Seht ihr den Unterschied? Aber von der Stärke her und auch vom Gewicht her ist es das Dreifache von dem, was es Samsung wiegt. Aber, ich muss mal Samsung reinstecken. So. Aber das Teil hat riesengroße Vorteile. Und zwar habe ich das Teil jetzt ungefähr über 3 Wochen im Standby-Modus laufen. Das heißt, ich habe eine SIM-Karte drin und ich lasse es liegen. Ich mache nichts damit. Und da ist es jetzt schon, muss ich mal gucken, seit wie vielen Tagen? Seit über 28 Tagen ist das Teil hier im Standby, hat noch einen Balken vom Akku, also hat 4 Wochen durchgehalten im Standby. Das ist schon eine reife Leistung, muss man sagen. Deswegen kommt halt auch das Gewicht zustande und die Ausmaße von dem Handy, weil ein gescheiter Akku braucht das Ding halt, und da braucht halt auch Platz. Das Teil hat einen 10.000 mAh Akku. Schönes Teil. Kann man gleichzeitig als Powerbank benutzen für sein anderes Handy. Habe ich auch schon probiert. Funktioniert erst rein. Ja, was hat es noch? Hat eine gescheite Kamera, mit der man fotografieren kann. Hat eine Frontkamera, wie ihr seht. Hat 3 Kameras auf der Rückseite. Die ganzen Auflösungen, die ganzen Details von dem ganzen Handy könnt ihr dann auf der Amazon-Seite, was ich euch unten verlinke, gern anschauen. Ich tue mich mit dem ganzen Detailgelump gar nicht auseinandersetzen, weil für mich ist wichtig, was das Handy kann. Und alles andere ist für mich unwichtig. Die ganzen Technikbegeisterten von euch können da gern auf der Website nachgucken. Bei Amazon, wie gesagt, verlinke ich euch unten den Amazon-Link, und dann könnt ihr euch das Teil mal genau angucken. Und was es alles hat und so weiter und so fort. Ja, für mich ist wichtig halt, dass das Teil wirklich lange Standby-Zeit hat, und das hat es. Wie gesagt, jetzt knapp 4 Wochen ist das Teil im Standby und hat immer noch einen Balken. Also ist schon mega cool, muss man sagen. Hat auch fast überall Empfang. Ich habe eine Vodafone-Karte drin, habe fast überall Empfang. Also 4G, das reicht mir. Völlig voll und ganz. Ist ja nur im Notfall irgendwas, dass ich halt mal anrufen kann oder Hilfe holen kann und so weiter und so fort. Was für mich am wichtigsten ist, ist die Robustheit vom Handy. Und da kann ich sagen, ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich Kunststoff ummantelt oder Gummi ummantelt. Weiß ich nicht genau, was es ist. Also das ist richtig, richtig cool.
Da passiert nichts. Das kann man fallen lassen. Wieder aufheben, fallen lassen. Wieder aufheben, überhaupt kein Thema. Das ist wirklich richtig gut gesichert. Das Einzige, was ich vielleicht noch bei dem Handy machen würde, wäre so Display-Schutznauf, so Panzerfolie oder wie das genau heißt, kenne ich mich nicht so genau aus. Die würde ich vielleicht noch aufmachen, weil das Display, weiß ich nicht, ob das genauso viel aushält wie die Rückseite. Muss ich noch testen. Wie gesagt, ich habe es jetzt ungefähr, weiß nicht, ein Vierteljahr, was ich jetzt testen durfte und bin eigentlich damit super zufrieden. Das Einzige, was man natürlich nicht vergessen darf, ist das Gewicht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Ding ist ein ganz schöner Knochen. Aber dafür hat es halt auch einen super Akku. Die 10.000 mAh merkt man halt einfach. Bei 4 Wochen Standby-Zeit schafft in meinen Augen eigentlich kein anderes Handy. Jedenfalls kein normales Handy. Klar, man muss mit dem hier Abstriche machen, was die Kamera betrifft. Die ist bei weitem nicht so gut wie bei Samsung, wie bei Apple und wie sie alle heißen. Aber es ist halt Outdoor-Handy, dafür ist es konzipiert. Man kann wirklich Schnappschüsse damit machen. Hat einen relativ großen Speicherplatz. Ich glaube 256 GB. Ja, also für mich völlig ausreichend. Rufe es hierher. Prima. Ja, Freunde, wer richtig geiles Outdoor-Handy sucht, Entschuldigung, ist mit dem Ding richtig gut beraten. Kostenpunkt, ich glaube 300 und ein paar 20 Euro mit in Rabattcode, den ich euch unten mit verlinke. Kostet das Ding noch 250 Euro, um die 250 Euro rum. Ja, ich denke 250 Euro kann man für das Outdoor-Handy ausgeben. Wer nicht groß aufs Gewicht achten muss, ist mit dem Teil wirklich gut aufgestellt. Anders kann ich es nicht sagen. Und was die Robustheit betrifft, das zeige ich euch gleich. So, wie ihr seht, macht das Teil wirklich eine richtig gute Figur. Ich kann es ins Wasser fallen lassen,
Ich kann es runterfallen lassen. Ich kann es in einen Schlamm einfallen lassen. Ich kann mit dem Teil eigentlich machen, was ich will. Es passiert nichts. Es ist wirklich gut geschützt. Wie ihr seht, es ist klitschernass, das Teil. Und es macht trotzdem noch seine Sache, was es machen muss. Geht einwandfrei. Und ja, jetzt kommen wir noch einmal zu ein paar Details, was ich euch noch erzählen will. Und zwar, wie gesagt, ist das das Blackview BV 8900 Pro. Ist ohne Vertrag erhältlich. Hat einen Speicher von 16 GB plus 256 GB. Also ihr könnt da Haufen Zeug drauf speichern. Ich habe zum Beispiel einen Haufen Apps drauf. Zum Beispiel für die Bilderkennung, Pflanzenerkennung, GPS habe ich nochmal drauf, Google Maps. Ja, alles das, was ich halt im Autobereich brauche, habe ich hier drauf. Und habe trotzdem noch ganzer Haufen Platz dafür. Dann ist es mit Android 13 Software. Hat, wie ich vorhin schon erwähnt habe, 10.000 mAh Akku. Hat 33 Watt Schnellladeleistung. Das heißt, das Handy ist innerhalb von einer Überstunde ist das komplett voll und hält, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, jetzt mittlerweile 4 Wochen im Standby-Modus mit SIM-Karte. Das ist richtig, richtig, richtig cool. 4 Wochen Standby zu sein, mit dem Handy immer erreichbar zu sein, im Notfall zu telefonieren. Dafür ist das Teil spitzenmäßig. Ihr braucht euch, wie schon gesagt, da kann es ruhig machen, wenn das Teil mal runterfällt, dann ist es halt so. Ja, Kamera sei 64 MB plus 16 MB. Hat einen USB 3 Anschluss hier unten zum Laden, was jetzt mittlerweile fast jedes Handy hat. Dann, was das Teil noch hat, wo ich bis dato noch gar nicht gekannt, dass es sowas gibt bei den Handys. Und zwar hat es eine UWB-Funktion. Das heißt, UWB ist Ultrabreitband. Dafür gibt es gewisse Tags. Die kann man an Schlüsselbund, an Haustiere, an seine Kinder oder was auch immer festmachen. Und das Gerät kann quasi mit dem Ultraweitband wieder den Tag finden. Und zwar auf 50 cm genau. Die Technologie ist eigentlich nur ab Handys ab 500 Euro eigentlich verbaut. Das Blackview BV 8900 Pro hat es auch. Das finde ich richtig cool. Jo. Der Akku ist Festkörperbatterie. Bis jetzt seien der Handys eigentlich immer Flüssigbatterien verbaut. Der hatte Festkörperbatterie. Das heißt, die Batterie ist von minus 60 bis plus 60 Grad eigentlich die Funktion vom Handy gewährleistet. Wie gesagt, eine schnelle Aufladung von 33 Watt hat es halt auch. Ja, das Glas hier ist kratzfest. Es bietet 150% mehr Schutz vor Stürzen als das Gorilla 6 Glas, was auch immer das heißt, weiß ich nicht. Bis 1,50 Meter ist das Handy wasserdicht. Bis 80 Grad heißes Wasser kann man es irgendwo hineinfallen lassen, ohne dass irgendwas passiert. Jo, Freunde, das Teil ist wirklich nicht schlecht. Wer wirklich ein gescheites Outdoor-Handy sucht und wie schon gesagt nicht auf dem Gewicht gucken muss, der ist mit dem Teil wirklich gut beraten. Weil das Teil wiegt halt 820 Gramm. Das darf man nicht vergessen, wenn man es den ganzen Tag mit sich rumschleppt. Es ist schon ein bisschen Gewicht. Aber ansonsten kann ich hier das Blackview BV 8900 Pro wirklich nur empfehlen. So, Freunde. Das war jetzt mein kleines, aber feines Review-Video. Wie ihr seht, ist es Blackview BV 8900 Pro, ein richtig geiles Handy. Das gleiche Handy gibt es auch noch mit
Nachtsichtkamera mit Infrarot. Der kostet 500 Euro. Heißt da ein bisschen anders. Aber ja, ob man es Infrarot danach braucht oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Mir reicht das hier. Ja, Freunde, noch einmal vielen, vielen Dank an die Firma Blackview, dass ich das Telefon testen durfte. Das wird jetzt hin und wieder mal auf meinen Reisen mit zu sehen sein. Das werde ich mitnehmen als Powerbank und als Handy gleichzeitig, weil zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und vom Gewicht her passt es eigentlich, wenn ich eine Powerbank und mein Handy mitnehme, wie ich ja bei 800 Gramm. Deswegen kann ich ja gleich das Handy mitnehmen. Ja, wie ihr hört, mein Husten ist immer noch da. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch ein schönes Telefon vorstellen. Wer wirklich hier im Outdoor-Bereich, wie ich im Survival- und Bushcraft-Bereich unterwegs ist, den kann ich das Handy nur empfehlen. Ja, Freunde, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute. Ich muss jetzt erstmal aus dem Wald raus, weil hier wird es richtig, richtig stürmisch. Vorne ist schon wieder eine Baumkrone, ein paar Meter neben mir runtergekracht. Also hier herrscht richtig Sturm. Haben wir auch Sturm gemeldet, deswegen verschwinde ich jetzt aus dem Wald. Ich wünsche euch einen schönen Tag da draußen, ein schönes Wochenende. Bleibt anständig, bleibt sauber. Bis zum nächsten Video. Euer Sven, euer Outside-Sieger Vogtland. Ciao, ciao. Ja, was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, den sogenannten Affiliate-Links für Amazon ist natürlich unter dem Video. Über den Link könnt ihr die Kamera kaufen. Bei dem Link tue ich auch den Gutscheincode mit hin, sodass ihr das Handy, ich glaube, 10 oder 15% billiger bekommt. Dann habt ihr es für 250 Euro, glaube ich, rum. Das ist ein fairer Preis für das Handy, muss ich ganz ehrlich sagen. Packe ich alles in die Videobeschreibung. Dort drüber könnt ihr das Handy dann kaufen. Und ja, das wollte ich euch noch fix sagen. Und jetzt gehe ich aber raus, weil jetzt wird es langsam stürmisch. Freunde, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.